Hallo, ich bin Emma und ich habe heute den Krieger mitgebracht. Der ist 9 Jahre alt und immer noch also ein bisschen grün. Ich habe letztes Jahr Leuterpreis mit denen geritten, die Qualifikation. Und aber über Winter haben wir Richtung Grand Prix gearbeitet und er macht das schon eigentlich ganz gut. Seine Stärken würde ich sagen, der hat viel Potenzial für den Pierre von Passage. Das wird er richtig gut machen in der Zukunft, denke ich. Momentan ist der Übergang ein bisschen schwierig. Und da bin ich mal gespannt, was die anderen mit dem Wechsel machen, weil das ist manchmal auch mit mir so ein bisschen, der ist ein bisschen übereifrig und möchte immer schnell was selber machen. Und da habe ich auch ein bisschen lange geübt, dass er bei mir bleibt und wartet bei den Zweierwechsel, weil bei den Einern hat er immer so, ja, ich weiß das. Und möchte auch gerne die so schnell machen. Und dann, ja, mal gucken, wie die anderen das dann hinkriegen mit denen. Ja, hallo, ich bin Rainer. Ich reite den Katu. Das ist mein erster Pferdewechsel überhaupt. Ich habe sowas noch nie gemacht, ist spannend. Katu ist ein Hengst, der eigentlich mein super Partner ist. Er macht alles, er hat keine Schwachpunkte, er hat einen super Schritt, hat einen guten Grundtrab. Und Piaffe Passage sind überragend und Galopptour, ja, also er hat eigentlich keine Schwächen und er hat eine tolle Einstellung, nicht? Ja, ich glaube, die Reiter kommen mit ihm gut klar, weil das sind zwei starke Reiterinnen, die kennen ihr Geschäft und da sehe ich eigentlich keine Probleme. Vielleicht reiten sie sogar besser als ich. Hi, ich bin Kathleen. Ich habe heute mein Pferd Stansfield mitgebracht. Das ist ein Satisfaction Margraf Granus. Er ist 13 Jahre alt, eigentlich ein reines Springpferd. Ich habe ihn letztes Jahr das erste Mal auch auf dem Derby geritten. Also ich freue mich sehr, heute ihn hier dabei zu haben in unserem Pferdewechsel. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die anderen mit ihm zurechtkommen. Er ist eigentlich immer hochmotiviert. Er hat sich schon so gefreut, auf dem LKW zu gehen heute und herzukommen. Also ich glaube, er hat ganz, ganz viel Spaß. Ja, ich bin gespannt eben, wie die mit ihm zurechtkommen. Er ist eigentlich super zu reiten, er kann alle Lektionen zu 100% sicher, aber sein Galopp ist doch etwas speziell zu sitzen, also muss man sich erstmal drauf einstellen. Und sonst glaube ich, ja, wird er das ganz toll machen mit den anderen Beinen. Ich bin gespannt, wie die anderen Beine mit ihm zurechtkommen. Thank you.
Ja, Dressur Derby einmal anders. 100. Geburtstag. Eigentlich sollte anders werden, aber so haben wir es uns auch nicht vorgestellt. Jetzt sind wir von Kleinflottbeck nach Kattendorf gezogen, auf den Helenenhof zu Familie Schwiebert. Haben hier eine tolle Zeit mit den drei Reitern gehabt. Ich glaube, dass wir recht daran tun, dass wir das Derby, den 100. Geburtstag, nicht einfach so an uns vorbeiziehen lassen, sondern uns irgendwas überlegen und ein Zeichen von uns geben. Wir leben noch, wir wollen natürlich weitermachen. Wir werden so schnell wie möglich das Derby nachholen und sicher auch, wenn es erst im nächsten Jahr ist, einen richtigen Grund haben zum Feiern. Wunderschöne Bilder eines kleinen Dressurderbys, was wir hier feiern konnten. Jetzt sitze ich hier mit den drei Hauptakteuren unseres Videos. Das ist zum einen Rainer Schwiebert, Emma Canerva und Kathleen Krönke, die seinerzeit als Kathleen Keller das Dressurderby für sich entscheiden konnte. Lieber Rainer, die zwei Damen in der Runde, die konnten das blaue Band hier schon mit nach Hause nehmen und haben beide schon einmal das Dressurderby gewonnen. Für dich war es ja der allererste Pferdewechsel. Wie war es denn für dich? Ich habe mir das eigentlich schwieriger vorgestellt und ich war ganz überrascht. Ich bin da ein bisschen mehr mit Anspannung rangegangen. Vielleicht hätte ich das technisch hier und da besser lösen können. Aber ich war ganz überrascht, wie das geht. Also ich war beeindruckt soweit. Und welches Pferd lag dir am liebsten? Also du bist ja den Greek Air von der Emma geritten und den Sepp von Kati. Der gefiel mir in der Traptour sehr gut. Also Piaf Passage war gut und bei dem anderen kam ich mit der Galopptour ganz gut klar. Galopptour war der von Kati, richtig? Ja, genau. Okay. Emma, du hast im vergangenen Jahr ja das Dressurderby hier für dich entscheiden können. Und du bist ja Pferdewechsel erfahren. Wie war es denn bei dir? Also es hat so viel Spaß gemacht. Alle drei Pferde waren so unterschiedlich. Und es ist immer wieder interessant, neue Pferde zu reiten. Und erst wenn man sieht, wenn die anderen Reiter eigene Pferde reiten und danach nochmal drauf selber. Es ist immer sehr spannend und es hat bei allem, finde ich, super geklappt. Du hast ja gar keine Möglichkeit, wenn du dann selber auf dem Pferd sitzt, die Pferde und die Ritte deiner Mitstreiter eben zu sehen auf deinem eigenen Pferd. Konzentriert man sich, wenn man hier wirklich im Pferdewechsel ist, dann komplett auf sich oder ist man mit einem Ohr irgendwie auch, oh, wie hat es jetzt gerade bei meinem eigenen Pferd geklappt? Also man ist immer so ein bisschen am Gucken, ja, wie klappt das denn? Aber letztendlich konzentriert man sich auch nur auf das eigene, was man tut und dann nachher fragt man immer, wie war es denn mit den meinen? Kathi, du hast im Video gesagt, der Galopp meines Pferdes Sepp, der könnte für meine Mitstreiter ein ganz bisschen kompliziert werden. Und dann haben wir festgestellt, haben wir am Ende gesagt, dass der Galopp eigentlich von Runde zu Runde so ein bisschen besser war. Bedeutet das, dass im realen Pferdewechsel der am Ende dran ist, dann auch den besseren Startplatz hat? Ja, hoffentlich nicht, ne? Ich sage. Aber ich freue mich immer, wenn es einfach super geht und die Pferde so durchhalten. Das ist für sie ja auch nicht unanstrengend, drei Runden auf so hohem Niveau zu laufen. Und wenn er dann in der dritten Runde noch am besten geht und dem letzten Reiter noch ein tolles Gefühl geht, ist doch super schön und kann ich mir als Ausbilderin und meines Pferdes ja nichts Besseres vorstellen, als dass er dann noch hoffentlich das beste Pferd wäre. Es kommt ja wahrscheinlich auch immer so ein kleines bisschen auf den Typ des Pferdes an. Also so ein heißeres Pferd geht ja wahrscheinlich in der letzten Runde besser und einer, der am Ende dann, ja, dem so ein bisschen die Luft ausgeht, das könnte dann für den letzten Reiter schwieriger werden. Ah, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich habe zum Beispiel auch schon mal ein sehr heißes Pferd in Pferdewechsel gebracht selber, mein Wonder. Der war in der letzten Runde immer noch genauso heiß wie in der ersten. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass es für den letzten Reiter am einfachsten war. Und ich bin mal ein Pferd im Pferdewechsel geritten, wo alle zu mir gesagt haben, pass mal auf, die letzte Runde, ich glaube, der kann nicht mehr so. Und der zog noch so gut los und war so topfit. Also ich glaube, es ist wirklich, es muss einfach mit dem Reiter und dem Pferd gut passen. Und wenn man sich gut aufs Pferd einstellen kann, glaube ich, versuchen die einfach alles für dich zu machen. Emma, so ein Pferdewechsel ist ja nun alles andere als alltäglich. Das habt ihr in der normalen Dressur ja einfach nicht. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Wie ist dein Gefühl, wie stecken die Pferde den Pferdewechsel so weg? Also ich denke, jeder geht so ein bisschen unterschiedlich damit klar oder kommen klar. Aber ich finde zum Beispiel mein Krieger, der hat das super gemacht und ich bin so stolz auf den, wie gut der mit den beiden auch mitgemacht hat. Und man hat vielleicht vorher ein bisschen Gedanken gemacht, aber er hat super funktioniert und ich denke, die anderen beide auch. Rainer, wie war das bei dir? Dein Katu, ein Holsteiner Verbandshengst. So mit Hengsten kann das ja manchmal auch ein wenig schwierig sein, so ein Pferdewechsel.
Na, der hat eigentlich eine gute Einstellung, wenn man ihn fordert, so ein bisschen mitzumachen. Er geht manchmal zu Hause wie so ein alter Trecker los, sage ich dann immer so, wie so ein Vorkammerdiesel. Und wenn man ihn dann warm hat und so ein bisschen auf Zündung bringt, dann läuft das top einfach. Also das, und das haben die ganz gut mit ihm verstanden. Gut, der kann noch mehr, aber das war jetzt so für diese Sache schon top. Also ich war ganz erstaunt, dass er am Ende noch so frisch war. Die Abstammung deines Pferdes, das ist ja gar keine reine Dressurabstammung. Und jetzt haben wir am Ende gesehen, ihr habt am Ende noch einen Gehorsamsprung gemacht. Das war ja damals eben auch so Pflicht. Wie ist das für dich, Rainer? Springst du öfter mal mit Cartoo oder war das jetzt wirklich eine Ausnahme? Also der kann gut springen, das weiß ich. Ich habe aber noch nie einen Sprung mit ihm geritten. Also bei uns stehen keine Hindernisse mehr. War das ja wirklich eine richtige Ausnahme für unseren Pferdewechsel? Ja, er wollte das einfach und hat, glaube ich, auch einen guten Sprung gemacht, so wie das aussah, ne? Absolut. Liebe Kathi, dich konnten wir vor einiger Zeit sogar noch öfter im Springsattel sehen, denn du bist auch tatsächlich mal ganz erfolgreich springgeritten. Das aber jetzt wahrscheinlich eher weniger. Ja, also ganz erfolgreich würde sich, glaube ich, so ein bisschen in Grenzen halten. Aber ich bin mal etwas springgeritten, genau. Und ich glaube wirklich, mein größtes Highlight war tatsächlich, dass ich hier mal in der Amateurtour damals eben auch mal platziert war, hier morgens, bevor ich das große Pferdewechsel Derby geritten bin, und das war ungefähr mein Highlight, glaube ich, in meiner Springkarriere. Also bist du tatsächlich hier in Hamburg mit deinem Dressurpferd und Springpferd an den Start gegangen? Ja, genau. Ich hatte damals drei Pferde mit. Ich hatte ein Springpferd mit für die Amateur-Springtour hier, für die SML-Tour damals. Dann ein Pferd für das große Derby und ein Pferd U25-Derby.